begrüße euch zu einem kleinen Spezial hier beim German Treasure Hunter und wir haben noch einen kleinen Fund von der letzten Tour, den ich gerne nachreichen möchte. Fand ich ziemlich cool. Wir haben quasi den Download-Code der 80er Jahre gefunden. Ihr wisst ja, heute, wenn man so eine Cola-Flasche aufdreht, ist oft im Deckel drin so ein Download-Code. Und in den 80er Jahren gab es was Ähnliches und das haben wir gefunden. Was? Die Kamera zeigt nicht ins Loch. Okay. Die Kamera weiß auch warum. Ja, die kriege ich nicht raus. Kronkorken, ja, die Dinger nicht. Das ist gut, dass es draufsteht. Eine Deckeldichtung. Ich wäre selbst nicht drauf gekommen. Ach so, Deckeldichtung als Knibbelbild. Geil! Willkommen bei den 80ern. Mal gucken, ob das Knibbelbild noch drin ist. Warte mal, Schrott habe ich doch heute schon genug. Das wäre natürlich geil, wenn das Knibbelbild jetzt hier noch drin wäre. Was ist ein Knibbelbild? Kennst du nicht, ne? Knibbelbild. Nee. Nee, das Knibbelbild ist natürlich nicht mehr drin. Ach, schade. So, wir haben also ein Knibbelbild gefunden. Warum das so heißt, erkläre ich auch mal ganz schnell. Übrigens, 1982 gab es die erste Knibbelbildserie von Coca-Cola. Und genau aus dieser Zeit ist auch dieser Deckel hier. Und das Knibbelbild heißt Knibbelbild, weil man im Deckel hier, dort, wo heute der Download-Code ist, war ein Bild, was man mit dem Finger so rausknibbeln musste. Und darum heißt das Knibbelbild, Knibbelbild, ja. Also eine ganz witzige Story, die ich tatsächlich auch noch aus meiner Kindheit kenne. Von daher fand ich das eine ganz witzige Geschichte. Und darum haben wir auch hier nochmal ein kleines extra Video dazu gemacht. Wenn euch das gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und empfehlt uns natürlich auch gerne weiter. Wir machen jetzt erstmal 2-3 Wochen Sommerpause und dann gibt's uns Ende Juli, Anfang August wieder mit einer neuen großen Ausgabe German Treasure Hunter. Seid auf jeden Fall dabei und wenn ihr es nicht verpassen wollt, auf jeden Fall unseren Channel abonnieren. Bis zum nächsten Mal.